Vielen Dank. Ja, aber es gibt natürlich nicht nur im Bereich Medikamente ganz viele spannende Neuerungen, sondern es gibt auch viel mehr technische Hilfsmittel und die will ich Ihnen so ein kleines bisschen zeigen. Das sind einmal die, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, CGM, kontinuierliche Glukosemessung. Da steht manchmal noch ein RT für Realtime, also sozusagen genau in diesem Moment, Echtzeit davor. Dann gibt es sogenannte Insulinpumpen, die gibt es schon eine Weile, aber da gibt es eine ganze Menge Entwicklungen. Die Kombination, Sie können die CGM mit einer Pumpe kombinieren. Das sind dann die sogenannten AID-Systeme, zeige ich Ihnen auch. Und dann auch für Patienten, die vielleicht nicht dafür in Frage kommen, gibt es sogenannte DIGAs. Das haben Sie vielleicht schon gehört, digitale Gesundheitsanwendungen, die App auf Rezept, die man tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen von der Krankenkasse erstattet bekommen kann. Das ist jetzt ungefähr 40 Jahre her und es war damals schon absolut revolutionär. Sie sehen hier ein Bild aus dem Krankenhausmuseum Bielefeld, den Glukometer, das erste Blutzuckermessgerät, das der Patient zu Hause hatte und sich selber damit, auch wenn es minutenlang gedauert hat, den Blutzucker aus einem Fingerpieks messen konnte. Es war eine absolute Revolution, dass man sozusagen auch dem Patienten hier eine Beteiligung an der Therapie entsprechend abgeben konnte. Vorhin hatte ich noch eine Patientin, die hat mir gesagt, die Pens hier, die kenne ich alle. Also Injektionsgeräte, die sich über die Zeit entwickelt haben oder entwickelt wurden, auch so in diesem Zeitfenster, wo es vorher der Patient mühsam das Insulin in eine Spritze aufziehen musste, genau die Einheiten da entsprechend abmessen und sich das dann aus dieser Spritze entsprechend applizieren musste. Und heute tut sich ganz, ganz viel. Sie wissen, auch in anderen Bereichen der Medizin sind wir sehr darauf bedacht, den Patienten als Individuum immer mehr in den Blick zu nehmen. Und Sie sehen hier, das sind die Werbungen für verschiedenste Systeme. Es geht darum, gute Kontrolle zu haben. Es geht darum, dass es Messsysteme gibt. Die sind ganz klein, ganz leicht, kaum zu merken. Es geht um Entlastung des Patienten. Das heißt, es geht auch viel um Lebensqualität. Leben spontan genießen, auch mit Diabetes. Das fand ich besonders schön. Peace of Mind, Seelenfrieden. Und wie erreichen wir das? Das ist die kontinuierliche Glukosemessung. Ich erkläre Ihnen mal, wie das funktioniert. Das hier ist ein Sensor und gleichzeitig Transmitter, der wird am Oberarm, das ist je nach Modell unterschiedlich, manche werden auch zum Beispiel im Bereich des Bauchs getragen, aber dieses Modell trägt man am Oberarm und das, ich zeige es Ihnen hier mal schematisch, in diesem Fall sind Sensor und Sender, also Transmitter, in einer Einheit verbaut. Das heißt, ist der Sensor nicht mehr funktionsfähig, muss man alles zusammen entsorgen und neu setzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die zwei voneinander entkoppelt werden können und der Transmitter weiter benutzt wird und nur mit einem frischen Sensor versehen wird. Und wenn Sie sich das hier schematisch anschauen, da haben Sie hier die Haut, Unterhaut, Fettgewebe und da haben Sie hier diese Sensor- und Transmittereinheit und hier liegt so ein flexibles Fädchen quasi zum Messen in diesem Unterhaut-Fettgewebe ein und das misst die Gewebeglucose, also den Zucker im Gewebe, nicht im Blut. Das ist natürlich dieses flexible Fädchen, das kann nicht einfach so unter die Haut gebracht werden, dazu ist es viel zu weich. Das heißt, es gibt noch eine Setzhilfe für dieses Gerät mit einer Nadel und damit muss man das einmal einbringen an der entsprechenden Stelle, dann wird natürlich diese Nadel rausgezogen und dieses weiche Fädchen verbleibt. Und je nachdem, was für ein Modell man hat, kann das zwischen 7 und 14 Tage in der Haut verbleiben. Und dann brauchen Sie natürlich noch was, wo dieser Transmitter hinsendet, und zwar ein Empfängergerät. Das kann ein Smartphone sein mit einer entsprechenden App, die zu diesem Sensor speziell passt. Oder es gibt auch zum Beispiel, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, ich will jetzt keine Werbung für irgendeine bestimmte Firma machen, es gibt dann auch speziell Empfängergeräte, die quasi nur als Lesegerät für
diesen Sensor dienen und die sozusagen, hier sehen Sie, es zeigt den aktuellen Blutzucker an, es zeigt Pfeilchen, offenbar ist der gerade am Steigen und zeigt hier unten in der schönen Kurve an, wie denn in den letzten Stunden der Zucker gewesen ist. Und im Prinzip kann der Empfänger zum Beispiel auch eine Insulinpumpe sein, was ich Ihnen ja später dann noch zeigen möchte. Warum wollen wir eine kontinuierliche Messung haben? Und zwar, ich möchte Ihnen das hier veranschaulichen, wenn Sie blutig messen, dann messen Sie immer Punkte. Das heißt, Sie haben quasi eine eingefrorene Situation. Sie haben wie ein Foto, das Sie machen. Und Sie denken, wenn Sie sich das hier anschauen, wow, alles im grünen Bereich, die Blutzuckerwerte liegen eigentlich ganz gut. Aber wenn Sie jetzt diese kontinuierliche Messung haben, dann kommen Sie vom Foto quasi zum Daumenkino, weil Sie alle paar Minuten einen neuen Wert haben, der vom Sensor an das Empfängergerät geschickt wird. Und da sehen Sie, wow, nach dieser Blutzuckermessung, da ist der Zucker ganz schön nach oben geschnellt, war ist offenbar eine Mahlzeit gewesen. Und hier ist er deutlich zu tief gewesen, vielleicht zu viel Insulin gespritzt. Und das ist natürlich eine ganz andere Info, die wir hier bekommen. Und es gibt deswegen auch ganz neue Blutzucker oder nicht Blutzucker, Zuckerparameter, die wir uns anschauen, wenn wir Patienten mit Diabetes betreuen. Sie kennen, der Dr. Tischinger hat es auch erwähnt, den HbA1c-Wert sicherlich. Das ist der, ich sage zu dem Patienten immer Blutzucker-Langzeitwert, der so widerspiegelt, wie war denn in den letzten 2, 3 Monaten der Blutzucker. Aber hier haben Sie ganz neue Werte, die uns auch interessieren, die eine sehr hohe Relevanz auch für die Beurteilung der Einstellungsgüte des Diabetes haben. Und das ist zum Beispiel hier die sogenannte Time in Range, also im Zielbereich sein. Der Zielbereich ist für die meisten Patienten zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter definiert. Und wir wollen für die allermeisten Menschen, dass der mindestens mal über 70% liegt. Es gibt Ausnahmefälle, wo man das anders definieren kann, aber wir sehen hier, in welchem, wie viel Prozent der Zeit des Tages ist der Patient im guten Bereich, hoch, sehr hoch oder niedrig. Wenn man das jetzt so gegeneinander abwägt, möchte ich nur so ein paar wichtige Punkte Ihnen rausleuchten. Menschen, die blutigen Messungen, die gibt es immer wieder, selbst wenn sie ein CGM-Gerät haben dürften, die bevorzugen, sagen, ich möchte nicht dauerhaft was am Körper tragen. Ich finde es blöd, dass bei der CGM, dadurch, dass es nicht im Blut ist, sondern im Gewebe, ich immer ein bisschen Zeitversatz habe. Und wenn ich mich vollständig drauf verlasse, da kann es schon mal sein, dass das Ding Quatsch misst und dann kann ich da auch mal auf die Nase mit meiner Therapie fallen. Aber die kontinuierliche Messung, die gibt uns auch Möglichkeiten, zum Beispiel Alarme einzuschalten, wenn der Wert zu hoch ist oder zu hoch werden wird oder zu tief ist oder zu tief wird. Oder wir können den Zucker auch vorausschauend beeinflussen, weil wir Trendpfeile bekommen. Der Zucker steigt schnell, der Zucker steigt langsam, der Zucker fällt schnell und dann können wir entsprechend gegensteuern. Die blutigen Messungen, die müssen sehr häufig am Tag machen als Diabetiker, der Insulin spritzt oder zumindest mehrmals täglich. Und die sind natürlich potenziell schmerzhaft, während den Sensor, auch wenn Sie ihn gelegentlich mit einer blutigen Messung mal kontrollieren, den setzen Sie sich nur alle 1 bis 2 Wochen. Das hat natürlich schon auch Vorteile. Umgekehrt muss man sagen, dass solange Sie nicht sehr häufig blutig messen, das blutige Messen billiger ist. Aber damit Sie jetzt nicht alle am Montag zum Hausarzt gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne so eine CGM. Das ist ja aus der Werbung, das kennen Sie vielleicht. Ich habe leider keinen Fernseher, aber ich habe mir sagen lassen, warum stechen, wenn man scannen kann, wird in den Werbepausen eingeblendet. Nicht jeder, der stechen muss, kann scannen, weil die Kosten werden nur unter bestimmten Voraussetzungen von der Krankenkasse übernommen. Das Gerät muss von einem entsprechenden Facharzt verordnet werden, Diabetologe üblicherweise, und ist nur gedacht für Patienten, die eine sogenannte intensivierte Insulintherapie, wir kürzen es mit ICT ab, spritzen. Das beinhaltet, dass sie mindestens 3 bis 4 Mal täglich blutig messen müssten als Alternative, denn nur dann wird das eigentlich auch für die Krankenkasse irgendwann lukrativ, wenn der Patient auf so eine kontinuierliche Messung umsteigt. Wir brauchen auch noch ein begründendes Therapieziel. Wir wollen zum Beispiel Unterzuckerungen vermeiden
Und der Patient muss natürlich, es ist nicht alles ein Selbstläufer, der Patient muss entsprechend gut auf die Handhabung seiner Geräte und seiner Insulintherapie geschult werden. Da habe ich hier genau den Vergleich jetzt, oder ich, nächster Punkt wäre die Insulinpumpe. Wie funktioniert eine Insulinpumpe? Also, die Insulinpumpe ist quasi ja die Alternative zu dieser intensivierten Insulintherapie, zu dieser ICT. Grob gesagt, Sie haben zwei verschiedene Insuline, die Sie spritzen müssen. Ein basales Insulin, das den Grundbedarf abdeckt, und ein Mahlzeiteninsulin, das Sie mehrmals täglich zum Essen oder auch zur Korrektur spritzen müssen. Das alles wird ersetzt durch eine Insulinpumpe. Die hat hier drin ihr Insulin und das wird abgegeben kontinuierlich über diesen Schlauch, einen Katheter, der dann unter der Haut sitzt. Und da ist natürlich nur eine Insulinsorte drin, ein kurzwirksames Insulin. Und wie viel davon als Ersatz für dieses basale Insulin abgegeben wird, das wird über die sogenannte Basalrate, die man individuell einstellen kann, festgelegt. Und das kann für jede Stunde variiert werden, sodass man auf bestimmte Veränderungen ganz gut reagieren kann. Und dann werden noch sogenannte Boli, also Bolusgaben, werden abgegeben, um Mahlzeiten abzudecken und hohen Blutzucker zu korrigieren. Und vielleicht begegnet dem manchmal der Begriff der CSII, der kontinuierlichen subkutanen Insulininfusion. Was ist gut, was ist schlecht an der Pumpentherapie? Auch hier gibt es Leute, die sagen, ich will nicht was mich immer daran erinnert, dass ich Diabetes habe. Ich möchte das nicht immer an meinem Körper tragen. Außerdem ist es teuer. Außerdem ist es so, dass man bei der Pumpentherapie ist viel Verpackungsmaterial, viel Materialschlacht. Toll finden viele Patienten, dass sie sich nicht mehr stechen müssen, sondern nur, wenn sie den Katheter alle 2 bis 3 Tage neu legen, der das Insulin abgibt. Und außerdem finden das viele Patienten toll, dass sie das sogar mit so einer CGM koppeln können, wenn sie ein entsprechendes Device dafür haben. Man kann die Basalrate, das ist früher ein ganz häufiges Argument auch gewesen für eine Insulinpumpe, anpassen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie selbst Diabetes haben, dass der Zucker, wenn Sie in die frühen Morgenstunden kommen, ohne dass Sie irgendwas essen oder irgendwas tun, auf einmal der Zucker Ihnen nach oben schießt. Und das können Sie super mit dieser Basalrate, wenn Sie die entsprechend einstellen, abfangen. Oder wenn Sie Sport machen, dann können Sie so ein langwirksames Insulin ja nicht einfach absetzen. Aber da können Sie Basalrate reduzieren und es hilft Ihnen. Na? Genau. Wie sieht sowas aus? Das habe ich vorhin schon mal schematisch gezeigt. Es gibt verschiedene Pumpentypen von verschiedenen Herstellern. Im Moment sind noch die meisten Schlauchpumpen, also wo sozusagen hier in der Pumpe das Insulin drin ist. Dann wird das hier über diesen Schlauch, über den einliegenden Katheter unter die Haut kontinuierlich gegeben. Dann haben Sie hier All-in-One, die Patchpumpe. Da ist sozusagen das Insulin und auch der Motor und die Batterie alles da drin. Insulinpumpe nur für ganz spezielle Patienten, Typ 1 Diabetes oder was Vergleichbares, natürlich fachärztlich betreut und Antrag bei der Krankenkasse. Das wird vom medizinischen Dienst entsprechend begutachtet. Und wenn Sie es dann koppeln, AID steht für automatisierte Insulinabgabe, das sind hier Beispiele für 2 von den aktuell in Deutschland verfügbaren 4 bis 5 Systemen, dann haben Sie wirklich die neueste marktreife Entwicklung im Bereich Diabetestechnologie. Es sind natürlich schon wieder andere Dinge in der Entwicklung, aber das ist eigentlich das heißeste gerade. Und Sie kombinieren also eine Insulinpumpe und eine CGM und haben dann einen schlauen, lernenden Algorithmus, der die Insulingabe nach Bedarf steuert. Sie müssen immer noch eingreifen, Sie müssen immer noch den Katheter wechseln, Sie müssen Ihre CGM wechseln, Sie müssen immer noch der Pumpe sagen, ich esse jetzt und ich esse so und so viel. Aber trotzdem ist es schon ein Wahnsinnsschritt. Und deswegen haben wir weniger Unterzucker, weniger Überzucker, mehr Zeit im Zielbereich. Und viele Patienten sagen, sie können nachts viel besser schlafen, der Zucker läuft total smooth durch die Nacht. Und sie können den Diabetes für einige Stunden manchmal einfach auch abgeben und wissen, dass sozusagen das System sich kümmert.
Da will ich jetzt gar nicht weiter. Ich glaube, wir sind mit der Zeit ganz schön knapp schon. Aber ich hatte vorhin gesagt, es gibt die DIGAs. Das gibt es welche, die sind sozusagen vor allem zur Behandlung Adipositas. Das sind sehr gute Programme, die Verhaltensänderung, Ernährung, Bewegung also unter fachmännische Anleitung ins Visier nehmen. Dann wissen wir, dass Diabetes und Depression sehr häufig Hand in Hand gehen. Es ist also ein Programm extra für Patienten mit Diabetes und depressiven Verstimmungen, das sozusagen verhaltenstherapeutische Elemente beinhaltet. Und das hier richtet sich an Typ-2-Diabetes-Patienten, die ihren Lebensstil mit jedem Trick und Kniff sozusagen verbessern wollen. Und die haben alle diese DIGAs, mussten sich in Studien beweisen, sonst wären sie auch nicht da entsprechend aufgenommen worden. Und auch da würde ich mich jetzt nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.